So, hallo Leute und willkommen zu einem, ja, unerwarteten Infovideo. Ich war gerade auf Facebook und habe da ein paar Leute gestalkt. Und dann sehe ich einen Eintrag von Terra Militaris, ja, von wegen, der neue Server Firearms ist da. Firearms ist so eine Erweiterung von Terra Militaris. Wer nicht weiß, was Terra Militaris ist, das ist ein Browser-Game und es ist halt so ein Kriegsspiel sozusagen. Ich starte das mal kurz und dann erkläre ich das. Hier Xatos und so, ne? Wie man es gewohnt ist, benutze ich überall den Namen. Und hier sieht man schön hier die Truppen. Man kämpft dann halt mit Truppen gegen andere Nationen. Es gibt vier Nationen und zwar Persien, Ägypten, Rom und China. Der Server scheint auf Englisch zu sein. Jo, das heißt, wir nehmen, also ich nehme Ägypten. So, Xatos, City Name, Sinai. Wer nicht weiß, was Sinai ist, das ist der Berg. Das ist so ein Berg in Ägypten. Ich glaube, da wo Moses von Gott die Tafel mit den Gesetzen bekommen hat. Und ich hoffe mal, ich bin jetzt in der richtigen Location gleich. Ach so, auf Moor. Hier irgendwo ist dieser Berg. Ich glaube, hier am Meer. Moses ist ja mit den Israeliten geflohen aus Ägypten. Und in Sinai war halt der Zwischenstopp, bla bla bla. Interessiert eigentlich keine Sau. Aber ich sag's einfach trotzdem. So, egal. Confirm. Und wir entern the game. Oh, der Name war sogar nicht vergeben. Okay. So. You have a new email, please check it. Okay, mache ich später. Satos, your performance on the battlefield surprised everyone. You show great potential as a leader, so I want to give you a plot of land to build a city. Don't be too worried. I will also assign a military advisor to assist you. Get task. Listen closely to your military advisor's advice.
He is very experienced. Aha. It's the hero of Egypt. You need to capitalize on this chance to glo for glory. So stick with me and follow my advice. First, you are going to need a warehouse to store all your resources from harvesting and plundering. Try to build them. Constructions are your foundation and base. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwas bauen. Ich baue das einfach mal. Ich will das mal von Anfang an so ein bisschen. Hier kann man scrollen. Ich will das mal ein bisschen geordneter haben. Ich baue das mal hier hin. Confirm. So, hier sieht man, wie lang es dauern würde. 9 Minuten. 10 Minuten. Okay. Jetzt müssen wir hier draufklicken. Hier, Use. Das ist jetzt ziemlich unspektakulär, weil es eben Tutorial ist. Get Task. Aha. Produktionscenter müssen wir jetzt bauen. Ich weiß gar nicht, wie lang das ein EU-Server bleiben wird. So, ich gucke jetzt mal erstmal in die Mail. TM Novice Gift Pack. Pack. Pack natürlich. Wir akzeptieren das mal. Und das ist jetzt hier im Inventory. Use, confirm. Oh mein Gott, okay. What? Level 10? Use, confirm. Your hero. Ah! Hier der Xathos, der muss noch Level 10 erreichen, dann können wir das hier benutzen. So, wer Terra Militaris gespielt hat vorher. Es gibt ein paar Neuerungen. Ich suche die mal kurz raus. Hier Assistant, der war vorher nicht da. Was das ist, weiß ich selber noch nicht. Ich muss das nochmal angucken. Und wenn wir in Inventory gucken, sieht man hier Pet. Man kann hier Pets irgendwann rekrutieren. Wird wahrscheinlich so ein separates Gebäude sein, wo man die dann kriegen kann. Runen kann man dann in die Rüstung tun. Die bleiben zwar nur ein paar Tage, ich glaube 15 Tage. Aber sie lohnen sich auf jeden Fall. Die geben dann gute Boni. Wer bis jetzt noch nicht wusste, was Terra Militaris ist, beziehungsweise wie das funktioniert, ich werde wahrscheinlich irgendwann ein Let's Show dafür machen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier diese Skills sozusagen lernen. Das sind hier dieses. Hier, Moment. Ja, komm, ey, Alter, ich will hier erklären. Hier Heavy Plow zum Beispiel. Raises Food Output by 120. Also hier sieht man Food, Wut, ach, Food sage ich schon. Ah nee, Food, genau. Das ist Food, das ist Wut, das ist Stein. Hier die Ressourcen braucht man, um halt eben mal was zu bauen. Und hier diese passiven Skills, die erhöhen permanent also wie viel man pro Stunde bekommt. Hier sieht man zum Beispiel, man bekommt pro Stunde bekommt man 86 plus 60 plus 12, kein Bock zu rechnen. Auf jeden Fall bekommt man so viel pro Stunde und Storage Status. Das steht da ja 2 Tage, 22 Stunden. Das heißt, in so viel Stunden ist unser Vorrat voll, sozusagen der Vorrat, das Vorratslager. Und wie man das Lager erweitert, zeige ich euch jetzt gleich. Das Vorratslager muss man ja erstmal bauen. Der Anfang besteht so ziemlich aus Bauen, Bauen, Bauen und nochmals Bauen. Was müssen wir jetzt? Training Manual.
Training Manual hier das. So, dieses Let's Show sozusagen kommt ein bisschen spontan, da habe ich mich jetzt nicht so vorbereitet. Aber egal, ich habe das Spiel echt früher gesuchtet. Wir bauen mal 116, so das Maximale, was man bauen kann. Und warten erstmal, bis es gebaut ist, glaube ich. Ah, nee. Machen wir nicht. Click on Assign. Alter, warum ist das verdammt nochmal Englisch? Hallo? Ich frage mich, wie lange es Englisch bleibt. So, das Novice Gift Pack nehmen wir mal auf. Und dann gucken wir mal rein, was das so ist, ne? Do you really want to use this item? Yes, I will. I want. I will. Alles klar. Lightning Card hebe ich mir auf. Ich zeige euch nachher, was das ist. Ja, jetzt machen wir mal die rein. Was will der jetzt schon wieder, Alter? Ach ja, Equipment. Diesen Skill. Ja. Jetzt will ich doch noch mal hier gucken. Armor. Equippen mir mal alles. Accessoires. Das equippen wir auch alles. Das gibt HP im Kampf zurück. Das gibt MP im Kampf zurück. Pets haben wir noch keins. Ich glaube, im Tutorial kriegen wir sogar ein Pet. So, jetzt erkläre ich euch mal was. Der Reihe nach. Hier, wir fangen mal rechts an. Shop. Da muss man Geld zahlen. Okay, interessiert uns nicht. Ich glaube, das ist kein Testserver, sondern schon richtiger Server. Sonst wären hier die Sachen nicht da. Muss man Geld einzahlen, juckt uns nicht. 10 Euro sind, glaube ich, 1000 G-Potato. Immer noch, okay. Auktion. Hier kann man Sachen kaufen, die von anderen Spielern reingestellt werden. Hier auf alles. Hier kann man den Namen eingeben, Level, Range, Qualität. Also weiße Gegenstände, grüne, blaue, lilane und orangene. Das ist ein lilaner Gegenstand, Level 10. Hier Waffen, Equipment, Jewelry, Inventar, okay. Alles klar, hier das. Das Nobelsystem muss man auch kaufen. Dann kann man hier sowas wie Autobots einschalten. Hier Autobuild, Autoliars sind Höhlen. Kann man automatisch Höhlen machen. Autoworship kommt später. Autosell ist Autoverkaufen. Autoresearch, Autotrain, Autotrade. Autotrain waren vorher noch nicht da. Das und das ist anscheinend neu. Autorepair Equipment. Also wenn du zum Beispiel in der Höhle bist und machst dann Monster kaputt, dann werden deine Sachen nach und nach kaputt gehen. Und irgendwann sind sie völlig kaputt und dann kriegst du die Bonusse nicht mehr. Also das ist dann halt genauso wie wenn du überhaupt kein Equipment anhättest, dann werden die Sachen rot und dann ist dein Hero sozusagen ein bisschen nutzlos, beziehungsweise hat dann schlechte Karten, wenn du schon mal in der Level 100er Höhle bist. Gut, so viel dazu. Holy Shrine. Ach, hier diese grüne Sachen, die kann man erobern für sich, diese Ländereien. Und zwar macht man das so: Jeder dieser Teile hat einen Schrein. Den greift man an mit der Gilde.
10 Leute, glaube ich, müssen drin sein in der Gilde. Ja, auf jeden Fall greift man an. Am Anfang sind da halt noch Bots drin, weil es ja grün ist. Später kämpft man gegen die Nationen. Auf jeden Fall, wenn man die die Bots besiegt hat, wird, wie in meinem Fall hier blau, wird das, werden die Gebiete dunkelblau, dunkelrot, dunkelorange oder halt dunkelgrau, ja. Und dann kann man da nochmal Städte bauen. Ich habe hier, das ist meine Hauptburg. Und dann, je nachdem, wie viel Ruhm man hat, komme ich gleich dazu. Je nachdem, wie viel Ruhm man hat, kann man dann mehr Städte bauen. Die werden hauptsächlich dazu verwendet, um Rohstoffe hin und her zu transportieren oder eben Einheiten zu lagern bzw. zu stationieren oder so. Alles klar, so viel dazu. Hier der Gildenleader kann dann Krieg erklären und dann läuft's schon, ne? Hier bekommt man, je nachdem wie lange man on ist, Rohstoffe. Ich war jetzt 15, nee, ich war jetzt 5 Minuten on. Ich krieg Rohstoffe. Bis zu einer Stunde geht's. Wenn man eine Stunde drin war, kriegt man nichts mehr. Also keine Rohstoffe. Also einmal 5, dann 15. Ich glaube dann 30 Minuten und dann 5, dann eine Stunde oder so, keine Ahnung mehr. Hier ist Chat, interessiert uns erstmal nicht. Oh, mir ist total kalt. Okay, hier das habe ich erklärt, das sind Rohstoffe. Hier Ping. Ja. Ne? Schon klar. Hier Event. Join, join, join. Am besten alles joinen. Oh mein Gott, so viele Events. Okay, ich joine erstmal alle. Und dann erkläre ich euch mal, was das ist. Alter Schwede, okay. Ziemlich neue Sachen dabei. Events sind sozusagen Nebenquests, die man erfüllen kann. Hier steht auch, was man machen muss. Use the Soul Crystals to get from purchasing Pet Eggs at the shop. Collect 40 Souls Crystals. Okay, man muss irgendwas kaufen, dann kriegt man hier so ein Pet. Hier, Evolve to Firearms. Imperial Era, Domination Era, Trade Era, Expansion Era, Primitive Era. Was Era ist, sage ich euch jetzt. Hier Forum und Hilfe. Era. Wenn man hier sieht, steht da Primitive Era, wenn ich das richtig ausspreche, wenn nicht, ist egal. Wenn man draufklickt, sieht man hier, wir sind hier. Je nachdem, in welcher Ära man ist, kriegt man neue Gebäude und bessere Einheiten. Wir sind hier. Wir haben hier die Standardsachen. Progression Requirements, also was man dafür braucht, um in diese Ära aufzusteigen, haben wir hier nichts. Das ist ja dann anfangs die Anfangsära. Hier Expansion. Hier sieht man, wir brauchen 600 Fame. Civilization Value ist 0, Merchant Level 0 haben wir schon mal erreicht. Und Hero Level 10. Hero Level 10 ist klar, der muss Level 10 werden. Fame. Dazu komme ich jetzt. Und zwar ist es das hier. Wenn man Sachen baut, kriegt man die sogenannten Fame-Punkte. Ich weiß nicht genau, wodurch man die Fame-Punkte noch bekommt. Ach, genau. Durch Höhlen machen kriegt man auch Fame. Und ja, das ist halt einfach nur dazu da, um den Leuten zu zeigen, hier, das und das habe ich erreicht. Ich habe so und so viel Fame. Ihr könnt mich mal und so. Aber in Wahrheit ist es halt einfach nur dazu da, um in die nächste Ära aufzusteigen. Es gibt halt sechs Stufen
Vorher waren es 5. Jetzt mit der Erweiterung kam das hier dazu mit 80.000 Fame. Das ist 40.000. 10.000. 2,5600. Das ist alles so geblieben eigentlich. Das da ist neu. Gut. Hier Ranking kann man sehen. Hier bla bla und so. Der Beste hat im Moment 602 Fame. Der Server steht, glaube ich, erst seit einer Stunde. Hier Gilde. Gibt noch keine Gilde. Arena. Hier Joint 4. Victory 2. Winstreak 1. Okay. Erstmal uninteressant. Ranking. Das ist. Die Ranking-Punkte kriegt man, wenn man gegen andere Spieler spielt. Zum Beispiel durch Schreinkämpfe oder auf der Map einfach jemanden angreifen. Je nachdem, wie viele Einheiten man besiegt, kriegt man dementsprechend Fame-Punkte. Je besser die Einheiten sind, desto mehr kriegt man. Die Fame-Punkte kriegt man nicht, wenn man in der Arena kämpft. So, was Arena ist, zeige ich euch dann. Hier Moral 98 von 100. Wenn man Sachen baut, sinkt die Moral allmählich. Die Moral kann man dann anheben durch Geld oder durch Shop-Items. Die Moral sinkt auch, wenn dich ein Spieler angreift, also deine Burg. Also aufpassen. Wenn die Moral sinkt, dann sinkt auch der Rohstoff-Output. Also dann kriegst du halt weniger pro Stunde. Irgendwann kriegst du gar nichts mehr pro Stunde und Food sinkt sogar nach einer Zeit, wenn die Moral dementsprechend niedrig ist. So, hier sieht man Population. Wir haben 153 von 144, was ja eigentlich unmöglich ist. Das heißt, wir können keine Sachen bauen. Zurzeit. Außer eine, die zeige ich euch dann gleich. Ja, die Bevölkerung frisst halt auch extrem viel Food weg. Egal. Oh, neue E-Mail. Aha. Hier sieht man Skills, Items. Wir haben ja ein Training Manual aktiviert. Der läuft jetzt noch 47 Minuten. Sieht man alles hier. Skills. Laufen keine Units. Das sind Einheiten, Buildings. Auch noch nichts. Ja, das war's eigentlich hier oben. Jetzt kommen wir zu hier unten. Hier Gilde. Kann man hier Create Guild, Join a Guild. Guild Creation kostet, glaube ich, so und so viel Gold. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Inventar ist klar. Hier Info. Das, was du vorher gemacht hast, das steht dann, ja, du hast das und das angegriffen. Oder der und der hat dich angegriffen. Also das ist halt so dein Changelog sozusagen. Task, das sind die Quests sozusagen, die du dann machen kannst. Friends, natürlich irgendwelche Leute annehmen als Freunde. World Map, kann man sehen hier, der grüne Punkt, das sind wir. Das sind Hauptstädte. Erstmal uninteressant für uns. Ja, dann hier Bild, kann man sehen, was man hier bauen kann. Battle, Multiplayer Battlefield 6 versus 6 Competition, das ist neu. Event ist auch neu. Das, das und das sind geblieben. Aha. Okay, da blicke ich jetzt total durch und so, ne? Ist klar. Event. Erstmal nicht interessant. Hallo? Ich lese mir die alle durch, weil dieses Geblinken geht mir langsam auf die Nerven. So, jetzt habe ich eigentlich so das Wesentliche erklärt. Jetzt machen wir hier weiter. Hier sieht man, tada, er läuft. Ich will dran zoomen, so. Ja. Hier
schreibt jemand auf Russisch, da, keine Ahnung. What the fuck? Lol. Das Einzige, was ich hier verstehe, ist lol. Einfach nur. What? Was ist das? Das ist Spanisch oder so, oder Portugiesisch, oder Portugiesisch oder so. Das ist Russisch, ist klar. Die komischen Zeichen. Hier Französisch. Und hier hat schon. Ach, wir greifen schon an, okay. Don't remind, please. So, jetzt sind wir hier im Battlefield. Hier kann man manuell oder Auto steuern. Hier auf Standby. Wenn man hier die Einheiten markiert, kann man die auch beliebig steuern. Hallo. Man kann auch alle und so. Und wenn man die markiert hat, kann man auch bestimmen, wen die angreifen sollen. Dazu muss man halt aufpassen hier. Dann die weißen Kreise. Ne, die roten Kreise. Die müssen dann aufleuchten, damit man den anklicken kann und dann geht die Einheit dahin und basht die. So, wir haben wieder eine neue E-Mail bekommen. Jo. Puh. Was soll ich noch sagen? Close. Get Reward. Wir sind immer noch im Tutorial. Jetzt müssen wir hier das da bauen. Was? Ah, okay. Wir können das nicht bauen, weil wir zu wenig. Zu wenig Population haben. Okay, ich mach das. Was? Willst du mich verarschen? Das. Okay. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Denn ich muss jetzt irgendwie Einheiten loswerden. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen soll. Switch to City Map und ich kann hier nicht weg. Ja, ne? Jetzt haben wir das erste Problem. Niemals mehr als, also niemals mehr Population haben als normal. Battle Trials to Competition. Hier, das ist so eine kleine Instanz. Jedes so ein Ding beinhaltet 10 Level. Und jedes 10. Level ist dann Boss-Level. Man bekommt dann gegebenenfalls lila Gegenstände oder sonstige Sachen. Ist für uns erstmal nicht wichtig. Da geht man am besten mit Fernkampfeinheiten rein. Ja, jetzt will ich. Ich will Einheiten loswerden, verdammt. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Normalerweise steht hier irgendwo Truppen. Dann kann man da auswählen, welche man loswerden will. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Hier, ich habe ein Dings angegriffen, so ein Dingsgedöns. Alter, ey. Hallo. Ich will meine Einheiten jetzt loswerden. Hallo, irgendwie. Hier nicht. Hier auch nicht. Ja. Jetzt, I have a little problem, I guess. Fuck. Okay, der geht erstmal zurück. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich lasse die Einheiten jetzt einfach verrecken. Collect your noble gift. Oh! Okay. 100.000 Gold bekommen wir auch noch. Halt Anfängergedöns, ne? So, wir haben ein Noble Gift erhalten. Ich zeige euch das mal. Hier die silberne Medaille.
Das heißt, wenn wir die jetzt aktivieren, können wir ein Autobot sozusagen aktivieren. Ich mache das erstmal nicht. Ich warte einfach. Ey, willst. Hä? Geh rein da, okay. Der bekommt jetzt. Warte, 163 minus 44. Nee, 163 minus 144 sind. Rechne, rechne, rechne. 19. Wir lassen einfach hier. Wir lassen uns 40 Einheiten. Confirm. Und dann greifen wir einfach mal. Hä? Hä? Moment. Ach da, hier diesen Time Guard an. Use Thunder and Lightning Card from the store to greatly weaken the power of Time Guards. Was dieses ominöse Item ist, zeige ich euch jetzt. Das ist hier das Lightning Card. Wenn man das an diesen Time Guards benutzt, dann werden die erheblich schwächer, so 1000% schwächer oder so oder mehr sogar. Dann kann man die auch mit so einem kleinen Hero machen. Auf jeden Fall, wenn man die besiegt, kriegt man lila Items. Auf jeden Fall. Zu 100% kriegt man von diesen Teilen ein lila Item. Je nachdem, welches Level die sind, der ist Level 10, das heißt, wir kriegen Level 10 Equipment von dem. Und je nach Ära steigen die dann im Level auf. Irgendwann sind Level 20, wenn wir in der Ära 2 sind. Level 30, Ära 3. Und so weiter. Und dann Level 6, Ära 6. So, wir haben diesen Guard jetzt nicht geschwächt. Das heißt, hier 5000 Attacke, 500 Verteidigung und weiß ich wie viel HP. Moment. Es ist unmöglich von denen abzuhauen. Und guckt euch mal an, was der angreift. Was die angreifen hier. 1163, ey. One Hit. Voll die Killer, ey. Okay, jetzt haben wir wieder 78. Passt. Jetzt können wir auch bauen. So, get reward, get task. Hallo. View Hero. Was willst du von mir? Ach so, wir müssen den zurückholen einfach. So. Jetzt müssen wir dem Punkte geben. Power, Command, Agilität, INT. Power gibt natürlich Angriff und Angriffsgeschwindigkeit. Command, das gibt HP und nee, das gibt mehr Einheiten für den, also mehr Einheitenzuweisung sozusagen. Agility wahrscheinlich, increases Heroes Defensive und HP, ist klar. Intelligence gibt uns MP und Domestic Abilities, was auch immer das ist. Wir geben dem erstmal hier powervolle Pulle. Get Reward, Get Task. So, jetzt müssen wir in die Arena. Das heißt, der kriegt jetzt von uns erstmal ein paar Einheiten zugesteckt. Hier, diese Einheiten sind die besten. Waren die besten. das sind Level 5 Einheiten. Also die Spezialeinheiten sozusagen. Jedes Dings. Jede Nation hat ihre eigenen Spezialeinheiten. Hier, das ist ein Kavallerist. Das ist ein Bogenschütze. Das ist ein Krieger. Jetzt erkläre ich euch die Einheiten.
Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Arten von Einheiten. Das sind zum einen die Krieger. Das sind die mit den Äxten. Dann gibt es die Pikeniere. Das sind die mit Lanzen. Dann gibt es Kavalleristen. Das sind die Leute auf den Pferden. Dann gibt es die Bogenschützen. Dann gibt es Karrenballiste und Katapulte waren es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, genau. Wer von euch Pokémon kennt? Es gibt ja drei Anfangs-Pokémon: Pflanze, Wasser und Feuer. Jedes ist, also Feuer ist auf Pflanze effektiv, Pflanze ist auf Wasser effektiv und Wasser ist auf Feuer effektiv. Genauso handelt es sich mit den Pikenieren. Was waren die anderen nochmal? Moment, ich guck mal kurz. Ach, hallo. Manuel. So, wir haben eine reale Chance hier zu siegen. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Aber es sieht schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Hier, HP-Elixier benutzen wir mal. Der scheint auf Auto zu spielen, weil die Leute, also die Einheiten rasen auf uns zu. Das heißt, wir könnten gewinnen. Und wir sollten auf jeden Fall zuerst die Level 5 Einheiten kaputt machen. Oh Gott. Hallo. Geh kaputt. So. Jetzt mache ich mal den hier kaputt. Mach kaputt, verdammt. Cappuccino. Oh Gott. Ich glaube, jetzt habe ich ein kleines Problem. Nee, nee, wir können nicht gewinnen. Mach ihn doch fertig, verdammt. Noch 5 Einheiten. Jetzt hier den. Genau. Los, 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 mach ihn fertig. Du willst mich doch verarschen. Nee, keine Chance. Okay, haben wir halt verloren. Wegen dem Hero. Naja, egal. Auf jeden Fall handelt es sich genauso mit den Pikanieren. Mit den Peltasten, genau, Peltasten. Und Kavalleristen. Kavalleristen sind sehr effektiv gegen Peltasten, Peltasten gegen Pikeniere und Pikeniere gegen Kavalleristen. Bogenschützen ist gegen alles neutral. Karrenballiste kann Gebäude zerstören, wenn man halt Gebäude angreift. Zum Beispiel in den Schreinen gibt es so komische Türme, die dann Einheiten angreifen, wenn man nah genug ist. Die können mit den Katapulten kaputt gemacht werden. Die Karrenballiste sind sehr effektiv gegen Katapulte und andersrum, glaube ich. Ja, das gibt doch extrem viele Möglichkeiten, seine Strategie auszubauen. Jede Nation hat eine Spezialeinheit, die auch gleichzeitig eine Fernkampfeinheit ist. Bei uns sind es die, also bei den Ägyptern sind es die Kavalleristen.
Bei den Persern sind es auch die Kavalleristen. Bei den Chinesen sind es die Bogenschützen. Und bei den Römern sind es die Peltasten. So, hier auf Power und Agilität. Genau. Das heißt, die schlechtesten, also sozusagen die schlechtesten Fernkampfeinheiten, also Spezialfernkampfeinheiten, haben eigentlich die Römer, weil, keine Ahnung, ich meine, Peltasten benutzt man eigentlich nicht für Schreinkämpfe. Für Schreinkämpfe werden hauptsächlich, für Schreinkämpfe werden hauptsächlich Kavalleristen und Pikeniere benutzt. Sehr selten auch mal Peltasten. Die Chinesen benutzen auch ihre Fernkampfeinheiten, also die Bogenschützen Level 5. Ja, mit der neuen Erweiterung von Firearms gibt es ja dann die Level 6 Einheiten. Die sind nochmal stärker als die Level 5 Einheiten, das heißt, die Level 5 Einheiten werden später nutzlos werden. Jetzt haben wir hier noch eine Quest. Double Rainbow all the way, unaccepted. Nehme ich doch mal auf. Ich nehme einfach mal alles auf, ohne das jetzt irgendwie zu lesen. End Dialog, unaccepted, continue, end Dialog. Was? Moment, unaccepted, unaccepted, unaccepted. Continue Dialog. Ah, get task. Oh Mann, bin ich dumm. Hinzufügen. Get Reward. Sehr schön. Was willst du von uns? Was auch immer du von uns willst. Get Reward. Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Alter. Continue Dialog. Get Task. So, erstmal alles annehmen. Das ist ein Shop-Item. Dafür gibt es dann 100% mehr XP. Von Mobs. Get Task. So, wegen der Firearms-Version habe ich wieder angefangen zu spielen. Ich habe das früher sowas von gesuchtet und dann wurde es total langweilig nach einer Zeit. Dann habe ich gedacht, hier leckt mich mal am Poppes. Weil die Erweiterung wurde als aufgeschoben, wie man das halt von G-Potato kennt. Ist halt der diese Spiele veröffentlicht alle. Ist der Publisher, genau. Und ja. Haben wir dann halt. Also es spielen sehr, sehr wenige das Spiel immer noch. Die haben es natürlich total vermasselt. Hier die von Snail Games. Die Chinesen, Alter, ey. Die haben ja den Release immer aufgeschoben. Und dann haben halt die Leute gesagt, hier, leckt mich mal am Arsch. Wir wollen das nicht mehr und spielen das halt nicht mehr. Weil immer wieder das Gleiche zu machen, ich meine, die Veteranen unter uns, die haben dann alle Gebäude ausgebaut. Es gab da einen, der alle Helden auf Level 100 hatte hier die. Man kann ja maximal 10 Helden haben und der hatte dann alle. Die waren alle lila. Man kann ja auch hier lilane, weiße, grüne, blaue und lilane Helden kriegen. Der hatte dann alle lilanen Helden auf Level 100. Das war ein Chinese. Der heißt Brandy, falls er immer noch spielt. Und ja. Jo, wir haben das Tutorial jetzt eigentlich fertig, glaube ich. Was soll ich noch dazu sagen? Eigentlich nichts mehr. Neue E-Mail, okay. Ich bin total gespannt, was die Erweiterung mit sich bringt. Und was ist das? Entertainment Pet Egg.
Click on it for a chance to get one pet related item. There is also a chance to get a soul crystal and can exchange for purple and orange pets through events. You need to have at last one space in the inventory. Okay. Usen wir das mal. Mal sehen, was da kommt. Agility Fruit 6. Click on Feed. Okay, das ist so ein Feed-Item für Pets. Oh, was ist das? Power Fruit. Auch für Pets. Naja, okay. Nicht so prickelnd. Aber immerhin etwas. War immerhin ein Geschenk. Ich hab. Sind hier auch mal Deutsche unterwegs oder was? Ich schreib mal. Any German people? Hier? What? Wie? Warum wurde das zensiert, verdammt? Anyger.man people hier. Jetzt auf Antwort warten, falls das überhaupt irgendeiner liest. Ich muss mal auf dem anderen Server gucken, was da so abgeht. Terralon ist der Server, auf dem ich gespielt habe früher. Es antwortet kein German Schwein, ey, Mann. So, ich muss mal gerade gucken, wie lange ich schon aufnehme. Schon 46 Minuten? Alter. Okay. Na gut. Hier die Sch Zivilisationshäuser, die erhöhen hier die Populationsrate. Früher war die Populationsrate 20.000 maximal, egal wie hoch die. Also welches Level die Häuser waren. Mittlerweile kann man ja bis Level 25 bauen. Früher war es bis Level 20. So, wir brauchen noch 600 Ruhm. Dann baue ich mal hier die Zivilisationshäuser. Ich baue die Zivilisationshäuser immer so. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich 5 in einer Reihe. Der war jetzt fail. Okay. Move. Und ich habe echt viel Geld in dieses Scheißspiel investiert. Ich glaube, jetzt investiere ich erstmal nichts. Die Gebäude werde ich einfach so bauen, ohne irgendwelche Shop-Items. Boah, ich war so süchtig nach dem Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Aber jo, ich war halt so ein Geldscheißer. Ich habe Zeitung ausgetragen und dann habe ich halt monatlich immer so 10, 20 Euro ausgegeben für das Spiel. War auch nicht viel, aber nach einer Zeit summiert sich das halt, ne? Bis keine Ahnung wie viel, 100 Euro. Und der postet hier sein Imba, seine Imba-Rüstung hier rein. Das kann man übrigens, indem man auf den Typen klickt und dann Strike und auf irgendein Item und dann erscheint das hier. Okay. So, ich zeige euch mal Umland. Also hier geht's in die Burg, hier geht's ins Umland. Das ist da, wo ihr hier die Sachen bauen könnt. Ich würde euch allen empfehlen, bevor ihr irgendwelche Gebäude baut, baut immer zuerst das auf maximal. Das gibt euch mehr Rohstoffe pro Stunde. Und ja, je nachdem, welche Ära ihr seid, gibt es auch maximale Stufe, auf die ihr bauen könnt. Bei der ersten Ära ist es die Stufe 1. Weiter geht's dann nicht. Dann steht da hier, dass die Required Ära. Nächste Ära halt und so. Also sobald irgendwas davon rot ist, also von den Requirements, dann könnt ihr das nicht mehr bauen.
Okay. Wenn euch die Schrift stört, könnt ihr einfach hier hingehen und auf, also hier Display Names Shift aus oder anschalten oder einfach Shift drücken und dann seht ihr den Namen nicht mehr. Ich habe das immer ausgestellt. Brauche ich auch nicht anzuzeigen. Ich meine, ich kenne alles schon. Ja. Hier Settings. Könnt ihr Musik habe ich natürlich aus. Special Effects. Da könnt ihr hier, warte. Ich zeige euch das mal schnell. Confirm. Ach, Special Effects ist dieser Nebel. Okay, Sound Effects. Okay, nicht so spektakulär. Login again. Okay, Assistant Interface. Tut sich nichts. Assistant Guide, Close. Assistenten brauche ich hier nicht. Ja. So. Dann gehe ich mal hier hin. Dann mache ich die Schrift mal an. Hier Layer. Das ist die Höhle. Hier, dann könnt ihr Rally, irgendeinen Hero auswählen und dann dahin. In Höhlen geht man am besten auch nur mit Fernkampfeinheiten rein. Alles andere ist Schwachsinn. Gegen Gegner kämpft ihr mit Fernkampfeinheiten. Alles andere ist Schwachsinn. In der Arena ist egal, womit ihr kämpft. Am besten auch. Moment, am besten mit allem. Erstmal. Nimmt von jedem ein bisschen mit. Und dann zeige ich euch noch was, was ihr auf keinen Fall machen solltet. So, dann mache ich das mal kurz. Na komm. Einheiten so verteilen ist Schwachsinn. Ihr splittet dann sozusagen eure Einheiten, also eure Stärke. Je mehr auf einem Stack sind, desto stärker sind die Einheiten. Also sowas am besten nicht machen. Immer so wenige Stacks wie möglich, aber halt so viel wie möglich in einem Stack. Ich glaube, das Maximale beträgt 800. 800 in einem Stack. Ja, und dann nehmt ihr am besten von allem etwas mit. Hier, Kavalleristen müssen auf jeden Fall rein. Pikeniere auch auf jeden Fall. Beltasten müssen nicht unbedingt sein. Wenn ihr Platz habt, dann könnt ihr die reinmachen. Level 5 Einheiten auf jeden Fall immer reinmachen und am besten nicht sinnlos an irgendwelche wilden Wölfe oder sowas verschleudern. Macht keinen Sinn. Also dieses Let's Show wird jetzt irgendwie zu einem Tutorial-Video, das war nicht beabsichtigt. Hier, das ist die Glücksmaschine. Hier könnt ihr einmal pro Tag euer Glück versuchen, irgendwas zu bekommen. Man kann hieraus Shop-Items kriegen, wenn man Glück hat. Man kann, auch wenn man extrem viel Glück hat, kann man hier auch lila Helden kriegen. Hier aus diesen beiden Slots kriegt man Level 20 Helden. Hier aus diesen beiden kriegt man Level 40 Helden. Das heißt, ich mache hier immer entweder lila oder blau. Dann kann man hier einmal free machen. Und hier habe ich ein Research-Manuskript. Da könnt ihr eure Skills, also die Laufzeit von Skills, verkleinern. Hier Recruitment Order. Das ist zum Rekrutieren von Helden da. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich glaube, die Taverne. Genau in der Taverne. Hier sieht man,
welche Helden verfügbar sind. Hier ein grüner, hier die weißen. Ich würde euch empfehlen, immer nur die blauen zu rekrutieren. Alles andere macht keinen Sinn. Hier der blaue reicht am Anfang eigentlich völlig aus, wenn ihr Glück habt und hier ein blauer ist. Könnt ihr ihn rekrutieren, müsst ihr nicht. Der kostet dann halt natürlich ein bisschen mehr. Hier sieht man, wie viel der kostet. Hier sieht man auch die Statuswerte. Und hier Refresh Time. Nach einer Stunde kommen hier neue Helden rein. Ihr könnt die Zeit auch überspringen, indem hier auf Refresh geht. Und hier My Inventory. Da ist ein Recruitment Order. Wenn man den dann auswählt und auf Use klickt, dann wird die Zeit automatisch resettet. Und dann sind dann hier halt neue Helden dabei. Hier Missionar und Händler kommen später. Wenn ihr ein Handelszentrum gebaut habt und eine Kirche, eine Pyramide ist das. Moment, ich muss mal gucken, was das ist. Hier ist es nicht dabei. Markt, City Defense Office, City Monument, Mühle und Schmiede sind neu, okay. In der Schmiede kann man anscheinend irgendwelche Sachen schmieden und Mühle ist dann zum Futter machen. Ja, ich weiß sonst nicht mehr, was ich euch erklären soll. Ach so, hier Achievements. Da seht ihr, was ihr für Achievements bekommen habt. Die geben auch, ist eigentlich nur so nebenbei zum Gucken, ja, was habe ich denn schon geschafft? Okay. Ah, Equipment Collector ist auch neu. Komplettes Level 70er Set, komplettes Level 80er Set. Gibt es auch komplettes Level 100er Set? Aha. Okay, muss ich auch noch mal reingucken. Erster in Gold, erster in Fame, erster in Civilization Value, okay. Ja, muss man nicht machen, ist nur so nebenbei, wie gesagt. Hier Talente. Wenn man entsprechend viel Rang hat, kann man Talente erlernen. Die geben dann zusätzliche Bonusse für dich oder für die Einheiten oder für was auch sonst immer. Oder für andere, für Händler und Missionare oder so. Okay. Hier Overview, da könnt ihr sehen, hier ich kann eins von drei Helden haben. Also ich kann maximal drei Helden haben erstmal. Je nachdem, wie viel Rang ihr habt, kann man dann mehr kriegen. Oder ist es vielleicht Ära abhängig? Keine Ahnung. Tempel, das ist eben das, was man bauen kann, wenn man einen Schrein erobert hat. Titel habe ich keinen, weil ich ja noch keinen Rang habe. Das heißt, ich muss dann demnächst irgendwelche Leute abfangen. Also wenn ihr hier seht, dass dann irgendwie so ein Perser hier ganz fröhlich rumspaziert, könnt ihr mit eurem Helden hier rausspazieren und dann auf deinen Helden klicken. Und dann steht da unten irgendwo Abfangen. Dann erscheint so ein Radius, so ein Abfangradius sozusagen. Und dann könnt ihr in dem Radius, könnt ihr dann den gegnerischen Helden anklicken und dann auf Abfangen. Und dann könnt ihr ihn dann schon mal so, ne, bashen. Wenn ihr ihn dann kaputt gemacht habt, erscheint dann hier so eine Meldung im Chat, ja, du hast den und den abgefangen und hast deine Nation beschützt, sozusagen. Und dann gratulieren dir alle und sind alle froh, weil meistens sind die Leute unterwegs, um irgendwelche Leute zu plündern. So, das habe ich erklärt. Hier Fragezeichen ist. Ah, das ist auch neu. Das ist auch neu. Da muss ich auch noch reingucken, was das ist. Hier
seht ihr eure Boni. Je nachdem, welche Nation ihr gewählt habt, also jede Nation hat ihre eigenen Boni. Hier zum Beispiel Resource Output increased by 20%. Das heißt, wir kriegen 20% mehr Ressourcen als alle anderen Einheiten, als alle anderen Nationen. Okay. Je mehr ihr Schreine habt, desto mehr. Also hier. Je mehr ihr Schreine habt, desto mehr. Desto mehr Ressourcen bekommt ihr pro Stunde. Ich glaube maximal 10%. Oder nee. Nee, nicht maximal 10%. Das war bei was anderem. Okay. Ein wichtiger Tipp. Der Fairness halber solltet ihr nur die plündern, wenn ihr irgendwann mal so weit seid und dann braucht ihr irgendwann Gold und Mengen. Solltet ihr nur die plündern, die inaktiv sind. Inaktivität seht ihr vor allem. Moment. Player. Seht ihr vor allem daran, wie viele Territories er hat. Wenn er 0 Territories hat, ist er vermutlich inaktiv. Außer er hat gerade eben erst angefangen. Dann kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist Rang. Je weniger Rang er hat, also je weniger Rang er hat und je weniger Territories er hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass er inaktiv ist. Punkt Gold, je mehr Gold er hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass er inaktiv ist. Punkt 4, glaube ich. Nee, nee. Ah doch, Zivilisation. Je weniger Zivilisation er hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er inaktiv ist. Zivilisation bekommt ihr dann später, wenn ihr eure Kirche sozusagen gebaut habt, dann könnt ihr da Göttern huldigen und dann bekommt ihr so hier um euch rum so grüne Flächen. Das sind dann eure Territorien, in denen ihr hier zum Beispiel zu diesem Collection Point gehen könnt. Hier kann ich zum Beispiel jetzt collecten. Ach, okay. Der muss jetzt mittlerweile nicht mehr in eurem Territorium liegen, damit ihr da collecten könnt. Okay. Früher war es anders. Recall, dann hole ich den mal zurück wieder, ganz schnell. Ja. Die Territorien sind auch halt dazu da, um Steuern anzutreiben. Das heißt, wenn eine Burg in eurem Territorium liegt, könnt ihr irgendwo hier Steuern eintreiben. Ich glaube, das sind 20.000 Gold maximal und so viel Holz und Stein. Lohnt sich am Ende nicht wirklich. Joa. Okay. Ära-Evolution habe ich euch erklärt, wie das geht. Ja, wie gesagt, es ist ein spontanes Video. Wenn ich irgendwas vergessen hab, könnt ihr das als Kommentar irgendwo hinschreiben. Also unten als Kommentar. Jetzt werde ich, glaube ich, erstmal ein bisschen suchten. Und dann sehen, wie sich das so entwickelt. Anscheinend ist hier schon ziemlich viel los. Aber eben nur, weil es ein EU-Server ist. Wäre es ein reiner deutscher Server, ich glaube, es wären gar nicht so viele hier drin. Aber mal sehen, mit diesem Video ändert sich das vielleicht und dann
kommen ein paar Leute durch dieses Video zum Spielen. Ich gehe nochmal kurz in die Arena. Ich will meinen Held auf Level 10 kriegen und dann die lila Rüstung anlegen. Ach, hier Units. Wir haben zurzeit keine Units. Also Einheiten. Ach, ich baue hier erstmal alle Zivilisationshäuser. Auf Move könnt ihr dann wieder so hinschieben, wie ihr lustig seid. Jo. Also bevor ihr dann hier im Umland irgendwas baut, am besten die Zivilisationshäuser so weit ausbauen wie möglich, damit hier die Populationsrate steigt. Denn wenn ihr ausbaut, dann braucht ihr mehr, dann habt ihr dann sozusagen mehr Population. Also das ist dann, wie viel Platz ihr habt und das ist dann, wie viele Leute bei euch sozusagen wohnen. Und eigentlich, Moment, wo war hier nochmal Option? Ach, das ist unnötig. What the fuck? Der Download Manager hat sich aktiviert. La 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 la. Ich mache keine illegalen Sachen mit Download Manager. So. Erstmal als. Hä? Moment. Nein, ich will das nicht bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waren es nicht mal 10? Irgendwann. Ach, hier ist noch einer. Der ist sogar auf Stufe 2. Okay, das sind jetzt alle. Ich sortiere hier das mal, wie ich das bei meinem alten Account habe. Warenhaus war hier irgendwo. Die Baracken. Ach ja, das sind da, wo die Einheiten sind. Die waren hier. Town Center war hier. Der Town Center ist dazu da, um Gold Output pro Stunde zu erhöhen. Sollt ihr auf jeden Fall auch ausbauen, so viel wie möglich. Und Warenhaus auch. Denn da könnt ihr dann mehr Ressourcen lagern. Hier seht ihr, was das Maximum ist. Das Maximum bei Ära 5 war, glaube ich, 400 irgendwas tausend. Also Foot. Foot. Nee, Foot war irgendwas mit 100.000. Nee. Auf jeden Fall sehr viel. Hier war Holz war 480.000 oder so. Hier war, also Stein war 800.000 irgendwas und Metall war auch 400 irgendwas. Und Gold war 99.999.999. Gab auch einige, die dann so viel hatten und einfach nicht wussten, wohin damit, außer halt Einheiten bauen. Und die Leute wurden dann auch relativ schnell geplündert, wenn sie nicht aufgepasst haben. wenn ihr geplündert werdet, oben links seht ihr euren Avatar, der blinkt dann so komisch rot auf. Und hier die Minimap unten rechts, die blinkt dann auch auf. Und dann bekommt ihr, glaube ich, auch eine Mail, dass ihr ausgeraubt werdet demnächst. Und dann könnt ihr dann halt Sicherheitsvorkehrungen treffen in Form von hier City Defense Office müsst ihr dann bauen. Und dann könnt ihr da euren Helden stationieren und wenn ihr dann geplündert werdet, muss der Gegner automatisch gegen euren Helden kämpfen, bevor er euch plündern kann. So. Sprachfehler. Mal wieder. Und hier hat jemand irgendwas bekommen. Wieder. Hier kann man Facebook gechillt und so. Wollen wir nicht. Ja.
Ich glaube, das war es soweit. Ach, ich wollte ja noch kurz in die Arena. 1 versus 1, 2 versus 2, Multiplayer Arena, Battle Arena, das ist auch neu. Moment. Ach, das geht gar nicht. 2 versus 2? Ach, ich habe ja nur einen Multiplayer. Das ist anscheinend noch nicht implementiert. Okay. Kommt vielleicht irgendwann. So, jetzt sollte relativ schnell ein Gegner kommen. Hoffe ich zumindest. Auch in der Zeit upgrade ich mal ein paar Gebäude, so ich mache die Schrift aus. Lalala, ich warte auf meinen Gegner. Kommst du bald? Ich will dich kaputt machen oder mich von dir kaputt machen lassen. So, hier sieht man, wie viel XP er noch braucht. Ich bekomme ja 20.000. Das heißt, er wird auf jeden Fall Level 10 erreichen. Also sollte ich verlieren, kriege ich 20.000. Man kriegt immer 20.000, wenn man verliert. Bei Unentschieden kriegt man, glaube ich, doppelt so viel oder es kriegt keiner was, weiß ich nicht mehr. Bei Gewinnen kriegt man 80.000 am Anfang. Und je mehr Gewinnserie man hat, desto mehr kriegt man auch. Joa. Und irgendwie scheint sich niemand so recht zu trauen. Oder es haben bereits alle einen Gegner, nur ich nicht. Forever alone! Tränen, Wein. So, ich hoffe, mein Camtasia hat jetzt nicht wieder gesagt, hier leck mich am Arsch, ich will dein Webcam-Mikro benutzen. Sonst schreie ich, ey. Da muss ich die Lautstärke wieder normal einstellen. Und ich hoffe, dass die Musik am Anfang nicht so laut war. So, jetzt schreibe ich nochmal, ey. Ach, hier, seh mal da. Ich werde auf jeden Fall verlieren. Der hat 30 Kavalleristen, ey. Ich sehe mir mal an, wie der mich kaputt macht. Hier könnt ihr dann. Ach, hier übrigens, das Weiße könnt ihr hier anklicken, unten rechts. Hier diesen Viereck könnt ihr dann gucken. Aha. Oh, der ist scheinbar nicht auf Auto. Juckt mich auch nicht. Ich tue jetzt einfach so, als ob ich auf Auto bin. Ich schreibe dem jetzt mal. Hi. Lol. Nice Bet Battle. Nice Battle. OMG, Roffelcopter, lol. Wie der sich Mühe gibt, ey, der hätte so oder so gewonnen. Ich meine, guck dir das an, ey, 30 von diesen Viechern. Hier Attacke 90, Defense 75. Die Level 6 Einheiten haben, glaube ich, 120. Und was weiß ich noch, wie viel. I have completed a task. What task is it? Hero Level 10. We get one Black Steel Armor. Alright. So, jetzt Agilität mache ich mal maximal hier. Für den blauen lohnt sich Power und Agilität eigentlich mehr als Command. So, der kriegt jetzt. Was? Warte. What the fuck? 78 Power brauche ich dafür. Ha, ich habe natürlich nur 74. Och, Leute. Das heißt, nochmal betteln. Okay. So. Je nachdem, welches Level der Xatos ist, also mein Held, kriegt man auch bessere Rüstung. Das heißt,
Die Level 60er Power-Rüstung solltet ihr euch schon mal für euren lilanen Helden, für den ersten lilanen Helden aufheben. Und am besten macht man das so, dass man einen Powerhelden hat, den sogenannten Powerhelden, der hat dann alles auf Power und Command, auf Power und Agility geskillt. So 50-50 oder so. Mach ich mal automatisch jetzt. Keinen Bock dazu zu sehen. Dann macht ihr einen Helden, der komplett nur Command ist. Das heißt, er wird dann sehr viele Einheiten mitnehmen können und er kriegt dann auch Command-Rüstung. Die bekommt ihr dann irgendwann auch aus Höhlen oder keine Ahnung. Oder könnt ihr euch hier bei Auktion kaufen. Ja, die Command-Helden, die benutzt man eigentlich nur im Schrein, weil die räumen dann halt echt weg, sozusagen. Es gibt dann halt auch Sturköpfe, die ihre Powerhelden zu den Schreinkämpfen mitnehmen. Die Powerhelden sind dann extrem schwer down zu kriegen und die machen halt auch sau viel Rang und nehmen dafür halt sau wenig Einheiten mit. Die können auch nicht viel mitnehmen. Und gegen einen Powerhelden hat eigentlich nur ein Powerheld eine Chance. Der Command-Held, der verliert halt einfach nur mehr, als er dadurch gewinnt. Also gegen diese Powerhelden. Bei den alten Servern, wo dann nicht viel Aktivität war, hat man halt so Abmachung getroffen, ja, heute finden nur Kämpfe mit Command-Helden statt. Bitte keine Power-Helden mitnehmen. So, jetzt mache ich hier mal 4 hin. Hier 10. Ach hier, ich kann ihn auch einen anderen Namen geben, hebe ich mir auf. Ach hier. Ach nee, das hebe ich noch auf. Für den Command-Held hier. Click in Heroes Backpack to learn bla. Die Einheiten kriegen 3% mehr Angriff für 10 Sekunden. Je mehr Command man hat, desto mehr Prozent kriegen die Einheiten. Macht bei Command-Helden Sinn. Es gibt dann noch einen Skill, der erhöht dann die Angriffsgeschwindigkeit der Einheiten. Macht auch nur bei Command-Helden Sinn. Genau. Das höchste, also ich hatte bei meinem Command-Helden auf Level 100, hatte ich dann halt so einen Skill, wo der schon mal 50%, wo dann die Angriffsgeschwindigkeit um 50% gesteigert wurde. Die Bogenschützen schießen dann extrem schnell. Chinesische Bogenschützen Level 5, die waren dann fast unbesiegbar, ey. Wenn die dann alle auf einem Haufen stehen und dann schießen die auf einen Stack von irgendwas, das ist dann innerhalb von 5 Sekunden weg. Da hattest du dann keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, und bei meinem alten Server waren halt die Chinesen echt die besten. Die besten Einheiten haben zwar die Ägypter, hier diese Kavalleristen, die Fernkämpfer, aber wir waren halt we zu wenige, um gegen die Chinesen irgendwas zu machen. Die Perser haben auch sogenannte Elefanten. Das sind eigentlich die stärksten Einheiten. Die wurden ja nach einem Patch verstärkt, weil die zu schwach waren. Da haben sich viele beschwert, ja, wir sind zu schwach. Macht sie bitte stärker, bla bla bla, ist doch voll unfair und so. Und dann haben die Entwickler halt gedacht, oh, es beschweren sich anscheinend zu viele. Machen wir die doch mal stärker. Jo. Und hier sieht man schon,
damit wir dieses Haus weiter ausbauen können, müssen wir in die nächste Ära. Und Town Center müssen wir auch auf Level 5 ausbauen, ist zurzeit nur Level 1. Das heißt, wir bauen erstmal alles auf Level 4. Alles, was geht, und dann sehen wir mal weiter. So, ich habe eigentlich nichts mehr zu zeigen. Diese Events, ich lese nochmal vor. 1 bis 5 Cooking and Smithing. Ach hier, Explore Mysterious Areas to get Reward. Explore. Ach hier. Hier sieht man, Level 8 muss der Held sein, damit wir das exploren können. Ich mach mal hier die Einheiten raus, um da mal reinzuschauen. Ich bin echt gespannt, was man da so machen kann, beziehungsweise finden kann und so. Und ob man dafür überhaupt Einheiten braucht. So, Level 8. Explore. This exploration will consume 5 points of stamina. Are you sure to explore? Was? Moment. Stamina? Was zum Teufel ist das? Welche Punkte? Confirm. Ich gehe einfach rein. Level 7 Time Machine. Was? Shining Black Metal. Can be gained through synthesizing Loudspeaker. Level 7 Time Machine. Increases Mystery Points of an Exploration Point by 400 Points up to max 8000 Points. Das wie? Das war's schon? Hä? Nochmal. 5 Points of Stamina. Was zum Teufel ist Stamina? Ah, hier oben der Balken ist es. Ach so, und dieses Stamina, wird das auch regeneriert? Frage ich mich gerade. So, ich gehe mal hier rein, Explore. Jojo. Alter. High-Level Archer Longbow. Ach, hier haben wir ein Rezept für einen Bogen. Was ist das? Decrease Damage 1. Pikeman. Click the Learn Skill Button in the Pet Interface. Ach, das ist ein Pet Skill, okay. Hier ein Hero Reset. Ach, das ist für die Punkte resetten. Also für die hier. Reset. Das ist das hier. Da können wir dann die Punkte neu verteilen. Loudspeaker. Hier kann man dann Loudspeaker irgendwas reinschreiben. Dann haben wir dann ein weniger. Ich mach mal Nation. Moment. Nation, okay. Stahl für Sachen schmieden. Okay. Level 8. Ich explore mal nochmal. Das macht gerade Spaß. Okay. Recruitment Order. Explore. Frag mich, was man sonst noch finden kann. Ah, Decreased Damage 1. Ein Pet Skill, mal wieder. Medium Grade Pimento Powder. Can be gained through synthesizing. Okay, was auch immer das ist. Wir exploren mal nochmal. Aha, noch ein Loudspeaker. Was auch immer das hier sein soll. Okay, können wir nochmal rein? Confirm. Time Level 4 Time Machine. Increases Mystery Points of an Exploration Point by 100. Ich weiß gar nicht, was das ist. Egal, wir exploren mal nochmal, weil es gerade Spaß macht. Stuffing. Cut the meat and mince to make it easy to cook. Ach so, ein für Kochen. Okay, explore.
Stuffing. Anscheinend je weniger Level, also je weniger Level, desto weniger Items bekommt man anscheinend. Loudspeaker ist bis jetzt das Beste, was wir bekommen haben bei Level 5. Naja, ich gehe mal nochmal rein. This exploration point will be opened when your number of territories reaches 200. Ach hier, ja. Wir müssen dann 200 grüne Rechtecke da außerhalb der Karte haben. Gold ore. Ore that contains gold. Used as a basic smithing material. Can be gained through collecting. Salz, Kristalle, Stücke, whatever. Kann man Salz extrahieren wahrscheinlich. Wow, okay, die Neuerung gefällt mir. Explore. Nothing can be explored. Okay. Anscheinend kann man das nur einmal pro Tag machen oder so. Level One Time Machine. Increases Mystery Point of Explore. What the fuck? Moment. Add Stamina. Ist auch so ein Shop-Item anscheinend. Time Flies. Level 4 Time Machine. Ah! Okay. Man kann dann hier, hier kann man das Level dann wieder erhöhen. Damit man nochmal exploren kann. Explore. Mal sehen, was wir da sonst noch so rausbekommen. Level 1 Time Machine. Exploration Point bei C mit 10. Okay. Nochmal Explore. Aha, okay. Irgendwelches Zeug. Nochmal. Okay. Was? Advanced Gift Bag. Elegant Gift Bag in. Late with Gold. Ein Event-Item. Oh. Ein Event-Item. Da will ich doch mal reingucken, was es ist. Ach, zuerst können wir das hier usen. Was haben wir denn da? Ach du Scheiße. Unser Inventar ist bald voll. Level 20 Hero Equipment Pack. Will grant you Hero 3 pieces of Level 20 Purple Equipment. Hier kann man Level 20 lilane Sachen kriegen. Okay. Erstmal die 100.000 Gold. Mit diesen 100.000 Gold können wir City Monument bauen. Moment. Ich gehe mal kurz hier raus. Das müsst ihr auf jeden Fall bauen. Hier braucht man 100.000 Gold. Da denkt man euch, da denkt man sich schon mal, oh mein Gott, ist das viel und bla. Aber glaubt mir, es lohnt sich. So, ich baue jetzt mal eins. Denn je höher die Stufe dieses City Monuments ist, desto. Ja. Desto mehr Einheiten bekommt man. Hier. Oder? Ist es das? Build a Hero Monument during the Primitive Era. So. Pro Ära kann man dieses City Monument nur einmal ausbauen. Wenn ihr es versäumt habt, zum Beispiel in der Primitiv-Ära hier dieses Teil zu bauen, könnt ihr es in der nächsten Ära trotzdem bauen. Dafür braucht ihr aber halt das Gold, ganz normal, und ein Shop-Item, das euch erlaubt, eben dieses City Monument zu bauen. Also immer in der entsprechenden Ära ausbauen. In der nächsten Ära kostet das, glaube ich, 1 Million Gold. Aber glaubt mir, es lohnt sich, denn ihr bekommt hier die Level 5 Einheiten. Jetzt habe ich auch 30 Stück davon. Und glaubt mir, in der Arena macht das schon echt viel aus.
So können wir hier. Ah, hier, Get Reward. Was auch immer wir da gerade geschafft haben. Crafting Gift Pack. Two Native Ore. Okay. Was auch immer wir da gerade geschafft haben. Confirm. Join. Get Re. Was? Schon wieder. Join. Get Reward. Join. Okay, jetzt ist zu Ende. Ja, boah, da haben wir doch jetzt echt viel, was wir aufmachen können. Das hier sind einfach die Rohstoffe. Das da könnt ihr mit bestimmten Schlüsseln öffnen. Den Schlüssel bekommt ihr, wenn ihr hier bei Battle geht. Dann hier Multiplayer Battle. Hä? Moment. Was? Ach, genau. Hier. Wenn ihr Level 10 hier geschafft habt, also den ersten Boss sozusagen, dann bekommt ihr so einen Schlüssel, mit dem ihr diese Boxen öffnen könnt. Jo, genau. Das ist einfach nur das dazu da, um eben diese Trials of the Champion nochmal zu machen, wenn ihr das alles geschafft habt. Ihr könnt das nämlich nur einmal pro Tag machen. Wenn ihr zwischendurch rausgeht, könnt ihr da nicht mehr, nicht nochmal rein. Außer halt mit diesem Item. Was gibt's hier noch Schönes? Das will ich doch mal öffnen. Confirm. Moment. Jetzt will ich mal gucken, was ich da für Items bekommen habe. Anscheinend keine Ausrüstung. Aber dafür Accessoires hier. Hero Power plus 19. Hero Agility plus 41. Hero Command plus 17. Okay, die zwei kriegt dann mein blauer Held zum Tragen. Will become bound when equipped. Das heißt, das wird an euch gebunden. Okay, kann ich mitleben. Später brauche ich das sowieso nicht mehr, weil ich dann bessere Sachen bekomme. Und wir haben hier Quests erfüllt. So Bauquests. Ja. Dieses Spiel ist erstmal SimCity-like fürs Erste. Das heißt, bauen, 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 bauen und nochmals bauen. Build Hero Monument, okay, haben wir auch geschafft. Ach, das war sogar eins der Quests von hier. Finished. Get Reward. Gut, haben wir geschafft. So, jetzt, Battle. Jetzt will ich doch mal hier reingucken. Kann ich denn hier Increase Players Permanent Exploration Point. Permanent Exploration Points will keep unchanged no matter if territories increase or not. Okay, wir haben die entsprechenden Items nicht dafür. Add Stamina. Also hier das haben wir auch keine Items. Hier. Time flies. 10 Punkte, 100 Punkte, 400 Punkte. Use. Level 0. Time flies. Use. Immer noch Level 0. Time flies. Use. Immer noch Level 0. Egal. Explore. Naja. Also je mehr Level das hat, desto bessere Items bekommt man. Und ich hoffe, die Stamina füllt sich nach einer Zeit wieder auf. Beziehungsweise nach einem Tag oder so. Jetzt will ich mal hier gucken, was das ist.
Only player in Domination Era can join this event. Domination Era, die vierte. Okay, können wir noch nicht machen. Join. What the fuck? Tough Elephant. Attack Power Defense? What the fuck? 3000 Defense. 30 Attacke. Wow. HP 1000. Was? Wie und wie soll man das machen? Start Challenge. Warte. You haven't reached Firearms Age. Was? Okay. Ist dann für später. Okay, was ist das? Wow. Wow. Level 90. Equipment. Lol. Haben will. Was braucht man dafür überhaupt? Tausend Medaillen, 700 Medaillen, Exchange Medals, Samnita-Rüstung, Satis-Schwert, Alter, das sind die besten Items. What the fuck? Level 100 Equipment. Alter. Ey, die Erweiterung gefällt mir jetzt immer mehr. Ich will das haben. Oh, jetzt habe ich wieder was zum Suchten, glaube ich. Und wie lange nehmen wir überhaupt auf? 1 Stunde 36. Okay, ich kann damit leben. Ich werde das am Stück hochladen, damit ihr dann alles angucken könnt und so. Wow. All Level Chinese Warrior HP plus 13, plus 9. Alter Schwede. Wow. Ist das überhaupt? Ich glaube, das ist nie im Leben ein normaler Server. Das muss ein Testserver sein. Moment. Is this a test server? Oder ist das ein permanenter Server jetzt für die EU? Also für alle. Es antwortet niemand. Denn was? It's a test server, but it's a test server, but they're no wi not wiping it. Es ist ein Testserver, aber es wird anscheinend nicht, es werden wahrscheinlich alles so gelassen. Warum? Das ist ein Testserver, die müssen das doch später irgendwann alles löschen. Okay, so this server will last forever. Also so lange, bis die pleite gehen oder so. Not forever. But. Jetzt will ich's genauer wissen. Ja. Ich weiß es auch nicht genau jetzt. Weil in der chinesischen Version waren die Sachen erheblich teurer. Jetzt habe ich mich halt gewundert. Und es waren hier auch nicht nur 90er Sachen, sondern 60, 70, 80.
Okay, dann informiere ich mich mal ausgiebiger da, weil ich glaube kaum, dass die das nicht alles löschen. Es könnte ein Testserver sein. Also wenn es ein Testserver ist, dann müssen die das irgendwann löschen. Das ist einfach nur Logik, glaube ich. Wäre eigentlich das Logischste. Und ich hoffe, diese Neuerung wird auch auf die alten Server übernommen. Aber soviel ich weiß, wird nicht alles übernommen. Leider. Also soviel ich weiß. Es hat sich ein Game Master dazu geäußert. Ich hoffe aber trotzdem, dass das meiste übernommen wird. Hier diese Sachen zum Beispiel, diese Events. Ich hoffe, dass die da auch sind. Und vor allem das Wichtigste sind die Stufe 6 Einheiten. Ach so, hier Events, Shrine Battle, noch 5 Stunden, dann sind Shrine-Kämpfe. Wir haben jetzt genau 15 Uhr, das heißt um 20 Uhr sind die Shrine-Kämpfe. Oh, Doppel-XP läuft auch. Aha. Diese Time Guards auf Ära 1 zu machen, ist sowas von sinnlos. Da merkt man gleich, aha, das ist ein Neuling. Der hat noch keine Ahnung. An so Sachen erkennt man ja, der ist neu. Weil diese Lightning Cards, die hebt man auf, bis die Time Guards Level 6 sind, denn dann geben die Level 60 Equipments von sich. Oder so, ich heb das sogar bis Firearms-Ära, dann kriege ich Level 80er Rüstung. Was man jedoch kriegt, ist natürlich random. Es könnte sein, dass man dann irgendeine Intelligence-Rüstung kriegt. Was natürlich lame ist, weil Intelligence-Heroes macht keiner. Das ist sinnlos. Ja, ich habe, glaube ich, alles erklärt, alles gezeigt. Ob ihr das Spiel jetzt anfangen wollt zu spielen, sei natürlich euch überlassen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, so viel ich gesehen habe. Also ich bin erstaunt, was hier doch so für Neuerungen gibt. Und ich hoffe, das Spiel wird nicht so schnell langweilig wie damals. Denn die Neuerungen vor Firearms, die waren zwar lustig, aber nach 2 Wochen hatte man sie alle durch und dann kam halt nichts Neues mehr und dann wurde es auch wieder langweilig. Aber hier sehe ich echt viel Potenzial. Und ich hoffe, die Leute von Snail Games warten nicht wieder 100.000 Jahre, bis sie dann eine Neuerung raushauen, beziehungsweise ein Patch. So, wie gesagt. Ja, jetzt fällt mir gerade nichts zum Abschied ein. Ich verspreche mir echt viel von dieser Neuerung. Und ich hoffe, dass die auch auf alte Server übernommen wird, denn dann fange ich auf dem alten Server wieder an zu spielen. Wenn nicht, dann spiele ich halt hier weiter. Und vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch bei diesem Game. Und ich verabschiede mich jetzt und suchte hier mal ein bisschen weiter. Bis später bei einem meiner LPs eventuell. Tschüssi.